Buschig, schmal, gross oder klein. Für jeden sieht ein perfekter Weihnachtsbaum anders aus. Wichtig ist aber, dass er am Heiligabend so richtig zur Geltung kommt. Herzlich willkommen zum Weihnachtsfieber auf TVO. Unseren heutigen Shoppinger des Tages kann man mit Riffelblech, Plastikkübel und Metallstangen am Baum und unter dem Baum eine riesen Freude machen. Herzlich willkommen Kai Rauber und Christian Gschwend von Bubblebits. Kai und Christian, eigentlich ist es ja ziemlich einfach, um euch an Weihnachten etwas zu schenken. Man kann einfach auf den Schrottplatz gehen, irgendwo draufhauen und wenn es tönt, kann man es verpacken und euch geben. Hat euch wirklich schon mal jemand Schock geschenkt? Eigentlich nicht, weil sie wollen uns zwar immer wieder die alten Pfannen von daheim antrüllen und so weiter, aber wir sind da recht wählerisch und es muss ja dann optisch und auch akustisch zu unserem Set passen und darum gehen wir am liebsten selber unsere Geschenke suchen. Apropos Ton, eure Show ist ja imposant und spektakulär. Wie geht es denn an Weihnachten bei euch zu und her? Da kommt darauf an, welche Geschenke wir bekommen. Also wir sagen vor der Weihnacht immer sehr explizit, sagen, was wir uns wünschen. Und wenn wir dann das Richtige bekommen, dann bleiben wir cool und machen den Weihnachtsgroove mit. Und wenn wir es falsch bekommen, dann halt nicht. Dann schlagen wir alles kurz und klein. Also wenn ich jetzt euch etwas schenken würde, dann würde ich euch einen Handwerkerkurs schenken. Weil ich habe gehört, ihr seid total unbegabt, was alles mit Hammer und Nägel anbelangt. Ist das wirklich so? Der würde nichts mehr bringen?